heute habe ich mir mal einen ganz besonderen Gast ausgesucht. Einen Gast, der bekannt geworden ist durch eine Serie, in der er ja eigentlich ein stummer Mensch ist. Frank Montenbruck, wir sitzen auch gerade noch hier, Frank, in der Kulisse. Wir haben heute noch gedreht, und zwar für den Film Traum der Zehn, eine Nachbarschaftsszene. Erzähl mal ein bisschen was von diesem Film. Habe ich jetzt Textrolle? Darf ich jetzt sprechen in der Serie? Du kannst ein bisschen von Mensch, diesem Film erzählen. Mensch, ich habe Textrolle. Ja! Ich habe Textrolle. Ja, das ist etwas Neues übrigens. Ne? Frank spricht. Nein, so merken wir heute, dass ich auch sprechen kann. Aber zurück zum Traum der Zehn. Du oder Maria hat vor ein paar Tagen oder ein paar Wochen angefragt, ob ich mir vorstellen konnte den Traum der Zehn. Und da habe ich erst gedacht, was ist Traum der Zehn? Was kommt auf mich zu? Soll ich das tun? Soll ich es nicht machen? Aber als ich das Drehbuch gelesen habe, habe ich gesagt, ja klar, ich bin auf jeden Fall bin ich dabei. Also das ist, weil sowas gab es noch nie. Ich mache halt gerne, wo es Sachen gab, die es noch nie so gegeben hat. Traum der Zehn, dass da zig verschiedene Menschen was träumen und wir es jetzt hier drehen. Also finde ich fantastisch. Aber für dich auch völlig ungewohnt gewesen, dass du mal ein bisschen mehr Text hattest als nur ein bisschen Hallo in Stromberg, ne? Also. Ja, aber ja, viele sagen, oder ja, warum hast du nicht so viel Text? Aber das war schon okay so. Weil das hat gepasst. Und wenn ich mal Text hatte, mal Hallo oder ein paar Sätze, das reichte schon. Ne? Du siehst, du kannst auch eine Stummrolle kannst du Erfolg haben. Ja, eine ganze Menge. Das ist sowieso eine ganz kuriose Geschichte gewesen mit dem Casting auch, ne? Für ja, Stromberg. Ich bin zum Casting Ende 2003, Anfang 2004. Rief die Firma Brainpool an, ob ich nicht Lust hätte, in einer neuen Büroserie mitzuspielen. Und vorab erstmal ein Casting. Ich sage, ja, ist doch gut. Ich bin einen Kommunionanzug aus dem Schrank geholt. Ich stelle mir das gerade richtig auf nach vor. Köln, ne, da habe ich noch in Münster gewohnt. Ne, erstmal schon groß in der Heimat. Und ja, und dann sagt der Regisseur, Regieassistent war auch, waren viele Leute da. Und dann hat man halt im Büro nachgespielt. Und der Regisseur sagte, noch während des Spiels, wir brauchen ja gar nicht weitermachen, du bist dabei. Ne? Also, das ist auch selten, ne? Direkt, ja, ich denke, wie, was hier? Ne? Direkt Vertrag unterzeichnen, dass ich ja nicht entwische oder so. Ne? Ja, und aus einer Staffel wurden fünf Staffeln, ne? Und aus fünf Staffeln wurden Kinofilme. Ne? Und dann haben wir insgesamt halt 10 Jahre. Stromberg gedreht. Ne? 2015 war dann Schluss. Ja. Da hieß es nochmal Stromberg der Film. Ja. Papa wird schon richten, Papa wird gehen. Papa wird gehen. Papa geht in die Politik. Christoph nee. Maria Herbst. Was ist das für ein Typ? Ist der privat genauso wie in der Serie? Nicht ganz. Also er kann auch sehr ernst sein. Wenn man sich mit unterhält, dann so zwischen den Drehs und Drehpausen. Es gab auch ernste Themen zu besprechen und also da war Christoph nicht mehr Stromberg, sondern da war Stromberg Christoph. Mhm. Ne? Aber halt vom Morgen bis abends durchweg ein liebenswerter, netter Mensch. Ne? Also wo manch anderer sagt, ich habe jetzt keinen Bock mehr und will nicht mehr. Ne? Aber das war bei Christoph überhaupt nicht anzusehen oder anzumerken, dass er irgendwie keinen Bock mehr hatte oder irgendwelche Star-Idolen oder so. Also wir waren nach 10 Jahren so ein tolles Ensemble gewesen. Also das war irgendwo, sag ich mal, schade, dass es das nicht mehr gibt. Aber wir haben das gut geschafft. Wir haben einen Höhepunkt erreicht, wo man sagt, jetzt ist Schluss. Man soll uns eine gute Erinnerung haben. Das haben auch die meisten Fans. Also heute Morgen noch in der Bahn noch angesprochen worden. Stromberg immer wieder geil. Also das ist Wahnsinn. Du hast gerade Münster angesprochen. Neben ne, hier unser Monte, der übrigens den Spitznamen von Christoph Maria Herbst bekommen hat. Ja, Christoph. Den Monte, ne? Der kommt übrigens. Ich muss dich noch unterbrechen, der kommt aus Münster und Münster hat ja schon einige gute Leute hervorgebracht. Neben Schauspielern auch Moderatoren, nämlich unter anderem Günther Jauch. Günther Jauch, ja. Nee. Und mit Münster verbindet dich ja nicht nur, dass du dort aufgewachsen bist. Übrigens, wir beide sind ja, du ja aufgewachsen. Genau, ne? Und dass wir uns damals noch nicht begegnet sind, war alles. Ja, da begann auch deine schauspielerische Karriere. Denn ja, genau. Die erste Rolle, die du gedreht hast, die war ein Tatort in Münster. Der dunkle Fleck, der erste Tatort aus Münster. Und wurde auch da, manche sagen auf der Straße, aber ich muss das mal klarstellen, das war, du kennst doch das Jofel in Münster. Ja. Ne? Das alte Jofel noch? Das alte Jofel an der Grevener Straße. Ach so, in dem alten Germania-Gebäude. Genau, in dem alten Germania-Gebäude.
Und es werden überall Plakate, es werden Darstellungen von dem neuen Münster-Tatort, Casting. Und ich habe nur gesagt, was ist Casting? Und geh mal hin. Auch wieder mal einen schicken Kommunionanzug, der mir übrigens viel Glück gebracht. Den habe ich noch. Den gebe ich auch nicht ab, den habe ich noch. Und da hatten sie extra eine Fotografin engagiert, die Michael Jackson und Madonna schon vor der Linse hatte. Die hatte 4-5 Fotos von mir gemacht und sagte, wäre best man. Ne? Also tolle Charakter. Ne? Also nicht jeder hat so ein Gesicht. Gott sei Dank auch. Ne? Also im positiven Sinne. Und durch über 800 Mitbewerber habe ich die Rolle schließlich bekommen. Es war nur mit 3-4 Sätzen gesetzt, diese Rolle. Ne? Aber das war einfach Wahnsinn. Z-Luft geschnuppert, ne? Und dann mit Jan Rufus Liefers, Axel Prahl. Ne? Und war einfach Hammer. Na, jeder fängt mal irgendwann klein an. Und dein Werdegang ist ja eigentlich gar nicht die Schauspielerei, sondern du bist Wachmann gewesen. Ja, aber Wachmann war ich später. Zuerst war ich Altenpfleger. Dann lügt Wikipedia. Und da möchte ich das jetzt noch mal eben hervorheben. Der Mann hat tatsächlich einen eigenen Wikipedia-Eintrag. Hier. Das ist tatsächlich Wikipedia. Frank Montenbruck in Wikipedia. Wie stolz ist man darauf, dass man einen Eintrag in Wikipedia hat, weil nicht jeder kommt da rein. 3 cm höher, nein, keine Ahnung, ganz, es freut mich natürlich, weil ich bin vor Monaten darauf angesprochen worden, immer, du stehst in Wikipedia. Und er sagt, nein, das kann nicht sein. Und dann mein Name in Google eingegeben und dann tatsächlich, okay, ja, hab mich auch bei den Verantwortlichen bedankt und so, finde ich klasse. Aber ich betone auch immer wieder dabei, was viele halt, du kriegst in deinem Leben auch viele Neider. Die sagen, ja, ihr kriegt euer Kohle im Schlaf und hat's nicht gekriegt. Bis zum heutigen Tage, oder beziehungsweise bis vor einem Jahr, habe ich alles selber gemacht. Also ich hatte keine Agentur, die sagt, mach dies, mach das, mach jenes. Die meisten Dreharbeiten oder Jobs, die ich bekommen habe, die habe ich mir selber gesucht im Internet und beworben. Ich bin den Leuten so auf den Sack gegangen, bis die gesagt haben, na komm, dann... Muss man das machen? Wirklich den Leuten wirklich auf die Füße treten, immer wieder die Türen einrennen? Finde ich schon, ne, weil du musst ja versuchen, immer aktuell zu bleiben. Und das habe ich halt getan. Und seit einem Jahr mit einem festes Management auch hinter mir. Ne? Aber bis dato habe ich alles alleine gemacht. Ne? Und... Ich sage ja, arrogant sein, das hat mit arrogant nichts zu tun. Ich bin stolz darauf, das, was ich erreicht habe, bis zum heutigen Tage. Das hat mit Arroganz nichts zu tun. Das muss erst mal einer bringen. Es gibt auch Höhen und Tiefen in der Schauspielerei. Es gibt ja nicht nur Oberwasser, ich war auch ganz unten an der Erde, wo es mir nicht gut ging, auch wo ich zum Arbeitsamt musste, mir das Geld holen musste und so. Das musste mit durch. Du hast gerade von Neidern gesprochen, wie geht man damit um? Du hast wahrscheinlich schon einiges erlebt. Wenn ich, wenn mich welche anschreiben und wenn dann beleidigen, dann freue ich mich immer. Dann sage ich immer, Mensch, Monte, du hast einen guten Job gemacht. Ne, dass die Neider sogar dich ansprechen. Du musst es Neider gewissen, gibt, dann musst du drüber stehen. Geschafft. Ja, du musst wirklich ein dickes Fell haben und über manche Sachen getrickt. Wenn ich ist angebracht, aber wenn es beleidigt, sage ich, oh, komm. Du wohnst ja mittlerweile in der Medienstadt Köln. Ist es da für dich einfacher geworden, an Rollen zu kommen? Ja, weil halt in Köln sehr viel gedreht wird. Und wie du das schon erwähnt hast, Köln ist ja eine Medienstadt. Ne? Weil es ist immer diese Hin- und Herfahrerei. Und bin ich dann irgendwann halt nach Köln gezogen. Bezüglich der ganzen Dreh. Ich musste auch wegen Stromberg, weil die erste Staffel waren 12 Folgen, musste ich auch nach Köln ziehen. Ne? Aber nichtsdestotrotz vermisse ich meine Heimat. Ne? Also, jeden Tag. Aber du bist auch oft da, du hast ja auch noch ein Kind. Daniel. Ja, ich habe ja hab meinen Sohn noch in Münster, ne, wo ich jetzt auch noch am Wochenende hinfahre für 2-3 Tage. Ne, und dann bin ich wieder total glücklich und happy. Also, da freue ich mich total drauf. Stromberg war ja mehr oder weniger so ein bisschen der Einstieg, wo man populärer geworden ist. Stromberg eine Rolle, wo du wenig gesprochen hast. Jetzt gibt es Rollen, wo du immer mehr sprichst. Ich habe das ja so ein bisschen bei Facebook auch verfolgt. Du bist da ja sehr aktiv. Dann hast du mal einen Arzt gespielt, dann Pfaffe. Wie schwierig ist das, innerhalb von einer Woche, weil du ja relativ kurzfristig diese Rollen spielst, plötzlich umzuswitchen und dann komme ich auf Switch Reloaded. ja, einfach. Das ist, weil ich liebe es halt, ständig in andere Rollen zu schlüpfen.
wenn du das Drehbuch oder hast und dann stellst du dich auch dementsprechend um. Ne? Du weißt, was du für ein Kostüm hast und so, oh ja. Und das war auch ein Dreh mit Annette Frier, hat auch mitgewirkt. Da hätte ich die Rolle gehabt. Der Arzt war für die Kunsthochschule für Medien in Köln. Und ja, einfach super. Das ist gleich Arztkittel an und dann. Wie geht's mit Frank Montenbruck weiter? Ja, einige Projekte stehen schon an für 2016. Du kennst das ja, man darf noch nicht drüber sprechen. Und viele Events werden folgen, viele Gala-Veranstaltungen, wo ich als Gast eingeladen bin, was mich sehr verwundert. Weil jetzt letztens kamen noch zwei Einladungen für 2016. Mein Gott, okay. Doch, das freut mich schon sehr. Also, ich bin zufrieden. Frank Montenbruck oder Monte, wie ich immer sage. Ich möchte auch einen Dank, geht auch hier an unseren Heinz, an unseren Kameramann, der momentan hinter der Kamera steht und seit heute Morgen hier fleißig am Film, am Machen und am Tun ist. Sollen wir Heinz mal ins Bild holen? Ich glaube, wir holen den Heinz mal ins Bild, mal nämlich ins Bild, mit der anderen Kamera. Heinz, komm doch mal rüber. Frank! Mensch, komm her! Das ist übrigens der Heinz hier. Zuverlässiger, guter Mann übrigens, der Heinz, ne? Seit heute Morgen und auch die letzten Dreharbeiten von Traum 10 immer pünktlich, immer zuverlässig. Aber er vergisst immer ein Wort. Er sagt immer Traum 10, das heißt Traum der 10. Heinz, das lernen wir noch. Oh ja, das muss ich mir merken. Ne? Nicht Traum 10, Traum der 10. Nein, ich kürze das immer ein bisschen ab. Ach so, also ich hoffe, Heinz hat jetzt kein Mikrofon dran, aber ich hoffe, man versteht ihn trotzdem ganz gut. Heinz, wie hat es dir bislang mit so einem Chaoten wie Monte gefallen? Sag mal ein bisschen lauter. Super! Super, einmal frei, hundertprozentig. Mach mal gerne. So. Das hat man auch gemerkt, dass er gerne. Ja, ich finde es einfach toll. Ich arbeite übrigens auch immer sehr, sehr gerne mit ihm zusammen. Und ich kann nur sagen an dieser Stelle, danke Heinz, danke Monte. Sehr gerne. Und an euch, liebe Zuschauer, das ist der Mann, der immer für die guten Bilder sorgt. Nicht nur jetzt hier bei Donner trifft, sondern der hat auch für gute Bilder bei dem Film gesorgt. Also viele Bilder haben wir schon gesehen. Und vor allen Dingen auch beim Sportblick ist er immer dabei, sehr aktiv. Also tolle Geschichte. Ja, Sache, zuverlässige Mann. Und schauen wir mal, wen wir das nächste Mal vor die Kamera holen für unseren kleinen Talk Donner trifft. Christoph Maria Herbst. Christoph Maria Herbst. Du kannst auch den Kontakt herstellen. Sag ihm das mal. Ich spreche mal mit ihm. Du, wir fahren auch gerne nach Köln. Ja, dann, das ist ein Wort. Wunderbar. Das war's. Wir sehen uns wieder. Beim nächsten Mal, Donner trifft. Tschüss.